So, hier haben wir nichts, da haben wir nichts. Das Fisch und so. Hier sieht nicht so aus, als würde sich hier was zu stehlen lohnen. Das Ding ist mausetot, aber ich kann keine Verletzungen erkennen. Das ist von einem anderen Wesen übernommen, das. Ach. Oh, guck mal. Patronenhülsen. Was war das? Scheiße, hier ist irgendwas. Ist hier. Aha. Erst hat das Tier den Fisch gegessen und jetzt ist es tot. Das ist besorgniserregend. Ich möchte das nicht, bitte. Genau. Eine interessante Flasche. Sieht so aus, als stamme sie aus irgendeinem Labor. Unten befindet sich eine Art Pulver. Anfassen sollte ich es nicht. Könnte gefährlich sein. Wolltest du dir gerade ein? Das gönne ich mir gleich. Ich gucke jetzt erstmal unten ein bisschen weiter. Ich habe hier irgendwas übersehen, das weiß ich. Okay, da drüben ist auf jeden Fall ein Geheimgang. Und jetzt gehe ich hier rein. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Hier oben ist nichts mehr, ne? Irgendwie wird das doch da sein. Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Du da? Ich hoffe, Professor Westerbrook wird nie davon erfahren. Nur noch ein bisschen mehr. Oh nein! Verfluchte Plagegeister. Das Meer soll sie holen. Komm zurück, du Dieb. Dann zeige ich dir, dass man sich nicht mit uns anlegen sollte. Ein Mann brach ins Fischlager ein, vergiftete den Fisch mit einer unbekannten Substanz und verursachte ein Geräusch, wodurch die Wache alarmiert wurde und ihn verjagt. Ja. Hab in die Fallmappe gesammelt, ist erstmal Korrespondenz. Fallmappe. Fischlager des EOD. Und dann brach ein Fischlager ein und befindet Substanz. Alarmier jagt Einbrecher. Gedankenspiele. Fischvorräte wurden. Große Mengen Fisch, aller Wahrscheinlichkeit nach vergiftet, wurden bereits in die arme Stadtbevölkerung verteilt. Verbindung als Professors Laborflasche. Der Mann, mit der in das Fischlager des EOD eingebrochen ist, muss etwas mit der Universität zu tun gehabt haben. Ich sollte da mal vorbeischauen. Ja, bin ich für.
Ist aber auch noch nicht alles wieder erkundet, okay. Immer kurz an der Seafood-Wand. Nur der geschmackvollste. Das war die verkehrte Taste. Könnt ihr hier nochmal rangucken? Die Ladung ist noch frisch und riecht nach Meer. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas verfault ist. Irgendwie nervt mich dieses Auge, aber... Das Bild habe ich schon mal betrachtet. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann hier nicht durch. Ja, kann man. Okay, das sieht jetzt schon mal nicht mehr so freundlich aus. Ich habe Fragen. Ich auch. Und ich habe alle Hinweise gefunden, alle Schlüsseldinger gefunden. Und raus hier aus diesem Irrenhaus. Aus dem Lager, meine ich. Und? Was Interessantes gefunden? Sicher. Der Kerl ist nicht gekommen, um etwas zu stehlen. Sondern um den Fisch zu vergiften. Bei der See. Sind Sie sicher? Nun ja, alles deutet darauf hin. Oh, Karl. Das ist furchtbar. Ja. Bitte sagen Sie Anna nicht, dass es meine Schuld war. Sonst lässt sie mich vierteilen. Vierteilen? Vierteilen? Anna? Das meinen Sie nicht ernst, oder? Schön wär's. Anna ist... gnadenlos, wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt. Egal, ob derjenige beim EOD ist oder nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Huh. Ich grabe wie ein Schweig. Keine Sorge, ich werde nichts sagen. Sie scheinen ein anständiger Kerl zu sein, Daryl. Danke, Mr. Reed. Hier, das ist für Sie als kleine Gegenleistung. Passen Sie gut auf sich auf. Dennoch, ich habe einen Fehler gemacht und verdiene eine Strafe. Ich werde einen ganzen Monat lang ohne freien Tag Wache schieben. Ich verspreche es Ihnen. Na schön, dann will ich Sie mal nicht von Ihrem edlen Vorhaben abbringen. Ich bin im Keller auf eine Geheimkammer gestoßen. Ich bin unten auf einen geheimen Raum voller Fesseln und Ketten gestoßen. Sieht aus wie eine Folterkammer. Wissen Sie etwas darüber? Was? Reden Sie keinen Drock. Das kann nicht stimmen. Ich kenne diesen Ort wie meine Westentasche. Sie wissen, dass ich Detektiv bin, Daryl. Und falls Sie lügen, werde ich es früher oder später herausfinden. Ich habe nichts damit zu tun, Mr. Reed. Das schwöre ich Ihnen. Reden Sie mit Anna. Sie hat diesen Ort angemietet. Ich weiß von nichts. Gut. Okay. Ich rede mit Anna. Dann werden wir sehen, ob Ihre Geschichte stimmt. Wo ist die Uni? Helfen Sie mir auf die Sprünge. Wo finde ich die Universität von Oakmont? Die können Sie gar nicht verfehlen. Die Stadt ist schließlich für ihre Universität weit bekannt. Und natürlich auch für ihren Aaleintopf. Geben Sie mal Ihre Karte her. So, bitte sehr. Aber vergessen Sie nicht, Ihre Funde erst Anna zu melden. Jo, mach ich. Tschüss. Man sieht sich. Möge die See sie schützen. Und dich auch.
Erstmal den Kompass wegnehmen. Das ist der Fischmarkt. Bibliothek. Rathaus. Unität. Gedankenspiele. Okay, da ist nichts zu holen. Bat mich meine Kenntnisse an, auf dem Fischmarkt zu melden, werde ich gleich machen. Nachdem ich nochmal nach dem letzten. Die Tür gibt nicht nach. Dann gucke ich halt nicht wieder nach. Dann gehe ich doch erst zur Unität. Ich hätte gerne ein. Da kann ich nicht durch, weil. Hier kein Durchgang ist. Ich hätte gerne noch einen Schnellreisepunkt, weil ich, falls ich hier wieder hin muss. Kommst du da raus? Danke. Da kam ich hier. Hier ist kein Schnellreisepunkt. Befallenes Gebiet. Okay, hier links, ja. Hier ist keine Telefonzelle. Nirgends nicht. Ich gehe nochmal die Liberty Road rechts rum. Ich bin Schnellreisepunkt, ich will schnell reisen. Ich gehe jetzt erstmal noch nicht in diese Zone. Hier ist ein Gebäude, wo ich rein kann. Da ist nur um Sachen mitzunehmen. Okay, ich bin wieder raus. Ihr werdet alle untergehen. Da ist eine Schnellreisezelle. Aber so wirklich schnell reisen kann ich jetzt ja auch nicht hier hin. Also muss ich da noch eine finden, okay. Naja, wenigstens habe ich hier eine gefunden. Dann kann ich ja wieder hier geradeaus und das Wasser. Und dann irgendwo in der Nähe vom Fischmarkt eine finden, damit ich das schon mal habe. Und mit Anna reden und hoffen, dass sie mich nicht vierteilt. Ich meine, selbst wenn, lade ich halt neu. Immer dieser Gegenverkehr. Ah, hier richtig, ja. Ja, schön durch die Weiten der Stadt. Ich glaube, ich sollte auch mal einen Bootsführerschein machen, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich habe ja schon schöne Planungen gesehen, dass ganz Holland geflutet wird. Oh, ich bin falsch abgebogen.
Egal. Ich erkenne einen Ort, da kannst du viel Fisch holen, weißt du. Okay, auf den Hauptstraßen scheint reger Schiffsverkehr zu sein. Und was will ich da? Okay, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren draußen. Ich weiß nicht, wo man hängen bleibt. Gibt's hier einen Rescue-Plan oder? Ich wollte doch nur. Okay, ich kann mit Escape da raus und dann verzerrt sich meine Vision immer. Also mein Blick. Moin, wisst ihr, wo ich eine Telefonzelle finde? Hier um die Ecke. Irgendwo. Muss auch irgendwo so eine Schnellreisezelle sein. Okay, Karte geradeaus weiter. War das geradeaus? Nein. Aber vielleicht ist hier ja eine Schnellreisezelle. Die Richtung nicht, aber feines Gebiet, ja. Okay, ich komme hier doch nicht vorbei. Man muss Umwege gehen, um sich ein bisschen auszukennen. Und vielleicht auch noch mal Schnellreise zu können. Ja, hier finde ich Anna gleich wieder. Fies, Fritzer Fies. Eigentlich würde ich ja gerne wissen, was ich in so einer Zone finde. Aber irgendwie auch nicht. Warum liegst du hier rum? Okay. Komm, hier muss auch ein Schnellreisepunkt sein.
etwas, das Ihnen gefällt. Ja. Gerade erst ins Netz gegangen, Mister. Ist hier vielleicht eine? Nein. Das ist nur ein Angler. Ein Anglerfisch. Da. Nicht. Doch, da ist einer. Gut. Fisch. Stimmen Sie für Pierce! Stimmen Sie für Oakman! Stimmen wir für Pierce. Oh, guck mal! Fühle den angenehme Berührung des Tentakels. Fisch! Frischer Fisch! Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Ich habe Neuigkeiten bezüglich Ihres Problems mit dem gelagerten Fisch. Ich bin ganz Ohr, Charlie. Es sah lediglich nach Diebstahl aus. Jemand ist in das Lager eingebrochen, um den Fisch zu vergiften. Und offensichtlich hatte derjenige Erfolg. Zumindest teilweise. Mir ist klar, dass das schwer zu glauben ist. Aber ich habe eine Probe, bei der es sich vermutlich um das Gift handelt. Auch wenn ich das Gift noch nicht bestimmen konnte. Die See schütze uns. Wie schrecklich. Wer ist nur zu so etwas fähig? Und warum? Das weiß ich nicht. Aber ich will versuchen, es herauszufinden. Wir dürfen keinen Fisch mehr verteilen. Jeder muss davon erfahren. Kauil weiß, wie viele Leute bereits vergiftet wurden. Was soll ich mit dem Täter anstellen? Haben Sie eine Idee, wer der Täter regelt? Irgendeine Idee, wer das getan haben könnte? Haben Sie Feinde? Der EOD hat viele Feinde. Boshafte Menschen, die diese Stadt brennen oder in Blut ertrinken sehen wollen. Es könnte jeder gewesen sein. Die Polizei, der Ku Klux Klan, die See soll diese Leute holen. Oder sogar die Throckmortons. Wir waren diesen Affen schon immer ein Dorn im Auge. Was macht denn der Clan hier? Was mache ich denn mit dem Täter, wenn ich ihn finde? Was soll ich mit dem Täter machen, sobald ich ihn gefunden habe? Wenn ich Sie wäre, würde ich ihn an Ort und Stelle zur Strecke bringen. Auf die Polizei und die Richter ist dieser Tage kein Verlass. So war das nicht abgemacht. Ich bin Detektiv, kein Auftragsmörder. Da haben Sie auch wieder recht. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Ich sorge dann dafür, dass Sie eine hübsche Belohnung bekommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich werde sehen, was ich tun kann. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Die Wache vor dem Lager. Was hat Daryl zum Tatzeitpunkt gemacht? Er kämpfte wie ein Löwe. Daryl war wachsam und hat tapfer gekämpft, wurde jedoch außer Gefecht gesetzt. Wenn Sie mich fragen, wäre eine Lohnerhöhung angebracht. Ach, der gute alte Daryl. Zuverlässig wie eh und je. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich werde dafür sorgen, dass er belohnt wird. Auf Wiedersehen, Charlie. Ich bin im Lager auf einen Kerker gestoßen. Ich habe im Keller Ihres Fischlagers einen Raum entdeckt, der verdächtig nach einem Kerker aussieht. Verzeihung, was haben Sie entdeckt? Ein Kerker. Mit Ketten, Fesseln und Blut. Na, klingelt's? Ich weiß absolut nicht, wovon Sie reden, aber das klingt schrecklich. Wir haben das Lager erst vor wenigen Wochen angemietet. Grundgütiger. Ich werde dem Besitzer wohl einige unbequeme Fragen stellen müssen. Danke für die Information, Charlie. Unität? Wo befindet sich die Universität der Stadt? Das kann ich Ihnen sagen. Geben Sie mir Ihre Karte, dann zeige ich es Ihnen. Das ist ja schon dort eingetragen. Haben Sie da studiert? Haben Sie dort studiert? Ganz recht. Ich habe dort vor einer Weile meinen Abschluss gemacht. Überrascht Sie das? Ich hätte nur nicht gedacht, dass eine Hochschulabsolventin hier arbeitet. Ich selbst hatte leider nicht die Möglichkeit zu studieren und bin jetzt fast ein bisschen neidisch. Sie werden feststellen, dass man als Frau in Oakmont weit mehr erreichen kann als auf dem Festland. Unsere Universität hat Frauen immer mit offenen Armen aufgenommen. Wie auch sonst? Ja. Wiedersehen. Man sieht sich. Und trinkt was.